So, zu dem, was eben passiert ist. Also ich habe meinem Bruder vorgeworfen, also ich konnte ihm nichts anderes nachweisen, außer dass er da Informationen der Polizei an meinen Vater weitergeleitet hat, beziehungsweise das, oder mein Vater hat das irgendwie mitbekommen. Es kann ja auch so sein, dass mein Vater das einfach auch aus zweiter Hand mitbekommen hat, das mit der Geburtsurkunde, dass mein Bruder möglicherweise irgend so eine Art Prankster ist, mich versucht zu verarschen, einfach, dass er sozusagen so ein Internet-Troll ist und er die ganzen Leute auf mich ansetzt. Und ich muss das noch einmal ansprechen, weil das wirklich das einzige große ungelöste Rätsel bei mir ist, was an dem Tag der Ersti-Feier passiert ist. Also wenn der damit irgendwas zu tun hat, ich weiß es nicht. Ich habe keine Erinnerung. Ich bin morgens aufgewacht vom Vibrationen von eingehenden Nachrichten meines Handys. Bin ich auf einmal hier aufgesprungen. Ich so, wow, wo bin ich? Was ist los? Wieso habe ich dieses T-Shirt an? Und wenn der was damit zu tun gehabt hätte und ich das noch wüsste, hätte ich ihn dafür angeprangert und nicht für dafür, dass er irgendwelche Informationen geleakt hat. Beziehungsweise mir Informationen vorenthalten hat. Das ist eins von beiden. Entweder hat er das veröffentlicht irgendwo, mein Vater das aus zweiter Hand, oder er hat es meinem Vater direkt gesagt, oder seine Kollegen haben es veröffentlicht, mein Vater hat es über die mitbekommen, dann hat er mir aber auch wieder irgendwas verschwiegen, beziehungsweise gelogen. Eins von diesen Möglichkeiten muss es sein. So oder so habe ich kein Vertrauen mehr in ihn. Ja, jetzt musste ich ihn wegen so einer Kleinigkeit hier anprangern, aber alles deutet darauf hin, dass der irgendwas mit mir vorgehabt hat. Keine Ahnung was. Aber ich bin irgendwie, ich habe Aufmerksamkeit, so scheint es. Und naja, was er genau vorgehabt hat, weiß ich nicht, aber er hat offensichtlich die Aufmerksamkeit, die ich auf mich gezogen habe, irgendwie sich selber zunutze machen wollen oder sich einen Spaß erlauben wollen und diese Aufmerksamkeit gegen mich verwenden wollen. Also die Aufmerksamkeit, die ich auf mich gezogen habe, gegen mich arbeiten zu lassen. Das sind alles die Möglichkeiten, die ich mir vorstellen kann. Details weiß ich nicht.